Liebe Schwestern und Brüder, im schönen Bayernland nennt man den Advent die Stadezeit. Wir würden das ins Hochdeutsche übertragen. Das ist ein bisschen zu schwach eigentlich. Die stille Zeit. Und wenn wir das merken, wenn wir das sagen, merken wir, wie sehr das unserer Erfahrung eigentlich hohn spricht. Kaum eine Zeit ist so laut, so turbulent, so voll bis oben hin wie der Advent. Und doch gemahnt uns diese Redeweise an das, was im Advent geschieht. Der Advent ist nicht nur die Zeit des Wartens, der Sehnsucht, sondern damit verbunden die Zeit der Verborgenheit, des Winzigen und Kleinen. Die heutigen Texte rufen uns das in Erinnerung. Es ist ein kleiner Spross, so etwas wie ein Keim aus der Wurzel Isais. Es ist nicht gleich ein machtvoller Baum, sondern es handelt sich um einen gefällten Baum. Wie oft ist das in der Geschichte Israels geschehen, dass dieser Baum nicht nur beschnitten, sondern gefällt wurde. Aber er hat so viel Kraft in sich, weil es die Kraft von Gott ist, dass ein kleiner Trieb heraustreibt. Wir vergessen das Kleine so schnell, wenn wir die großartigen Verheißungen in der Lesung hören, die da sprechen von der großen Versöhnung, von dem Heilwerden, von der Aussöhnung zwischen Kalb und Löwen, Kuh und Bärin. Das heißt, das Durchbrechenwerden dieses Kreislaufs von Fressen und Gefressenwerden, wie wir das jeden Tag erleben, im Kleinen wie im Großen. Und schließlich leben wir selber irgendwie und irgendwann auch davon. Das war nicht vorgesehen in der Schöpfung Gottes am Beginn. Deshalb sind die kirchlichen Bußzeiten immer solche Zeiten, die versuchen mit ihren Regeln, die zumindest in der Vergangenheit einmal streng waren, diesen Zustand des Paradieses wiederherzustellen, um ihn zumindest einzuüben. Oft fangen wir genau dort an, bei dem ganz Großen, und wundern uns, warum es nicht gelingt. Es gelingt wahrscheinlich deshalb so oft nicht, weil wir das Kleine übersehen und das Geringe missachten. Und deshalb ist es gut, dem Wort Jesu zuzuhören. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen hast. Den Unmündigen, den Kleinen, den Geringen, den Nichtstudierten, denen, die keine Lobby haben, denen, nach denen niemand fragt, deren Interessen niemand vertritt, denen hast du es offenbart, weil sie das Kleine, das Stade, das Stille zu schätzen wissen. Und nur wer so lebt oder sich zumindest immer wieder darin einübt, kann erfahren, was Advent, was Wachsen, Kommen des Reiches Gottes, ja, Kommen Gottes selber bedeutet. Es kommt eben nicht in einem Gewaltausbruch, nicht in einer mächtigen Inszenierung, es wächst still, wie ein kleiner Trieb am Baum. Oder wie wir vielleicht Tag für Tag oder Woche für Woche auf Weihnachten hin jetzt die Barbarazweige beobachten, ob sie schon ein wenig treiben. So ist es mit dem Erkennen des Reiches Gottes. Und so, auf diesem Weg, wird das Land, wie der Prophet Jesaja sagt, erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. Und so ist es prächtig.